Guten Abend, mein Name ist Clemens Krause, ich bin der Leiter des Computermuseums der Informatik an der Universität Stuttgart und heute haben wir unseren Abend im Computermuseum, der aus besonderem Anlass diesmal voraufgezeichnet ist. Das hat seine Gründe. Es ist das Thema die Z1, der erste mechanische Computer, der erste Computer der Welt. Und ich möchte heute ein Projekt vorstellen, das in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Technikmuseum in Berlin gerade begonnen hat, vor 14 Tagen, das vermutlich auch noch deutlich länger läuft. Und der Titel des Projektes ist die Restauration der Z1, die im Deutschen Technikmuseum in den vergangenen 12 Jahren unter einem Schneewittchensarg, unter einem Panzerglasdeckel gelegen ist und in Zusammenarbeit mit der Leitung des Deutschen Technikmuseums läuft jetzt dieses Projekt, die Maschine. Zuerst dachte man, man könnte sie reparieren, aber es hat sich in der Zwischenzeit herausgestellt, man muss sie restaurieren. Ja, es ist eine spannende Geschichte und ich werde jetzt mal erzählen, zuerst etwas über die Architektur dieses Computers. Er ist einzigartig. Es ist der einzige mechanische Computer, die einzige mechanische Rechenmaschine, die im Binärsystem rechnet. Es ist die einzige mechanische Rechenmaschine, die Floating-Point-Arithmetik beherrscht. Und es ist die einzige mechanische Rechenmaschine, die mikroprogrammiert ist im heutigen Sinne. Konrad Zuse zu der damaligen Zeit, als er 1936 bis 1938 im Alter von 26 Jahren mit dieser Maschine begann, die im Wohnzimmer seiner Eltern in der Metfesselstraße in Berlin gebaut wurde. Da gab es ja den Begriff Computer noch gar nicht und auch bei uns in den Fachbüchern in den 50er Jahren hießen Computer programmgesteuerte Rechenmaschinen oder programmgesteuerte Ziffernrechenmaschinen, wenn man also von Digitalrechnern gesprochen hat. Ich zeige die Maschine jetzt kurz im Überblick. Hier hinten sind die drei Speichermodule. Zwei dieser Module sind für die Mantisse vorgesehen, eines für den Exponenten. Um die Module herum befindet sich die Speichersteuerung. Die Adressdekodierung wird in diesen Blöcken gemacht. Da wird einmal die Schicht ausgewählt, aus der gelesen wird, und einmal die Zeile. Der Speicher besitzt 8 Schichten. In jeder Schicht befinden sich 8 Worte oder Bytes, sodass insgesamt 64 Worte in der Maschine gespeichert werden können. Hier die Handkurbel, die dient für Debugging-Zwecke, solange die Maschine nicht richtig funktioniert. Da kann man langsam durchdrehen. Es gibt eine Kurbel für den Speicher und eine Kurbel für das Rechenwerk. Das Besondere an der Maschine ist ja, dass es der einzige mechanische Rechner ist, der im binären Zahlensystem arbeitet, der einzige mechanische Rechner, der Floating-Point-Operationen beherrscht und der einzige mechanische Rechner, der mikroprogrammiert ist. Die Mikroprogrammsteuerung ist hier, das ist das Rechenwerk für den Exponenten und die beiden Rechenwerke zusammen sind das Rechenwerk für die Mantisse. Die Ausgabe passiert über dieses kleine Panel, da erscheinen Ziffern und die Eingabe kann über die Schieber hier gemacht werden. Da können dann Dezimalzahlen eingegeben werden, die werden vom Mikroprogramm der Maschine ins Binärsystem umgerechnet und bei der Ausgabe passiert das Umgekehrte, da wird die Binärzahl, das Ergebnis hier ins Dezimalsystem übersetzt und dort ausgegeben. Vieles, was Konrad Zuse formuliert hat, ist in einer Sprache formuliert,
die heute schwer verständlich ist, weil er eben noch keine Begriffe hatte. Er sprach zum Beispiel vom dyadischen vom dyadischen Zahlensystem, wo wir heute binäres Zahlensystem sagen würden. Und er hatte ein Planwerk, er hatte Rechenpläne, er hat ja diese Programmiersprache Plankalkül entworfen. Auch unser LGP30, da gibt es eben Rechenpläne, das war die Ausdrucksweise zur damaligen Zeit. Und wenn in der technischen Beschreibung der Maschine Planwerk steht, ja, dann ist damit sozusagen der Befehlsdecoder gemeint, so wie man das heute sagen würde, oder das Wahlwerk, das ist der Adressdecoder. Also ich stelle erstmal die Maschine vor, und zwar die Art, in der sie rechnet. Sie arbeitet mit 16-stelliger Mantisse und mit 8-stelligem Exponenten, wobei das nicht ganz genau ist. In Wirklichkeit ist die Mantisse 17-stellig. Das hat Konrad Zuse durch einen Trick erreicht, indem er das Vorzeichen der Mantisse in den Exponenten übernommen hat, sodass er also ein Bit, was sonst bei normalen 16-Bit-Rechnern heutiger Konstruktion das Vorzeichen bilden würde, das gehört bei ihm noch zur Mantisse dazu. Und außerdem hat er eine normalisierte Mantisse, wo das höchstwertige Bit grundsätzlich 1 ist. Und aus dem Grunde musste da diese 1 nicht mit abgespeichert werden, die ist nur gedacht, und er konnte dann tatsächlich 17-stellig mit der Mantisse arbeiten. Das wäre dann also, Informatiker kennen das ja, 2 hoch 16 ist 65.536, und wenn ich jetzt mit 17 Stellen arbeite, dann komme ich tatsächlich volle 5 Stellen Rechengenauigkeit. Diese Darstellungsweise hat allerdings einen kleinen Fehler. Man kann die Null damit nicht darstellen, denn per Definition ist die höchste Stelle der Mantisse immer 1, und damit kann die Maschine keine Null haben, darstellen. Das hat eine Ausnahmeregelung bewirkt. Wenn der 7-stellige Exponent den kleinsten Wert hat, dann, also 2 hoch minus 63, dann wird unabhängig vom Wert der Mantisse das Ergebnis als 0 gewertet. Und wenn der Exponent 2 hoch 64 hat, dann wird der Exponent, wird die Mantisse als unendlich bewirkt. Die genaue Rechengenauigkeit der Maschine ist natürlich unwesentlich, denn die war natürlich nur als Versuchsobjekt gedacht, um herauszufinden, ob die Logik überhaupt funktioniert, ob man das auf diese Weise einen Rechner realisieren kann. Insofern ist es also vollkommen egal, die Ein- und Ausgabe der Maschine, die ist sowieso nur 4-stellig mit einem Kommaschieber, das heißt also die Exponentialschreibweise wird da nicht dargestellt, was aber, um das Prinzip zu zeigen, kein Problem ist. Die mechanische Realisierung der Maschine wurde mit solchen mechanischen Schaltgliedern bewirkt. Das kann man sich als einen mechanischen Transistor vorstellen. Ich habe hier einen, das ist jetzt schwierig, weil bei Zuse hat ja die Maschine in Handarbeit hergestellt. Er hatte keinerlei Federn und keine Feststellmöglichkeiten für seine Mechanik. Das heißt, diese Schaltgliedtechnik, die funktioniert nur, wenn die Maschine eben liegt. Und wenn ich jetzt dieses Schaltglied eben senkrecht halte, dann funktioniert das nicht richtig. Aber ich habe hier sozusagen einen Steuereingang. Wenn der Steuereingang hier steht, und ich schiebe jetzt sozusagen den
Eingang des Gatters nach oben, dann passiert am Ausgang nichts. Und wenn der Steuereingang hier rüber geht, dann kann ich den Impuls von unten nach oben durchschieben. Das ist im Prinzip wie ein Transistor. Das heißt, von unten kommt Kraft, Betriebsspannung, Strom oder Bewegung rein und die wird dann je nach Stellung des Steuergliedes durchgeschaltet oder nicht. Das wäre im Prinzip ein Und-Gatter. Mit dieser Technik kann man ein Addierwerk aufbauen. Da gibt es von uns ein eigenes Video zu diesem Addierwerk. Da führe ich also eine zweibittige Addition durch. Das ist mehr oder weniger direkt aus den Memoiren von Konrad Zuse entnommen und das ist auch das, was ich jetzt heute als T-Shirt anhabe. Zuse hat gesagt, das wäre jetzt egal, ob er das in mechanische Schaltgliedtechnik oder mit Relais aufbaut, was natürlich nur näherungsweise stimmt. Die Arithmetik habe ich jetzt schon kurz vorgestellt und jetzt zeige ich oder sage ich etwas über die Architektur. Man sieht jetzt eine Blaupause von Konrad Zuse, die bei der Rekonstruktion der Maschine, ich habe erzählt, 1936 war die Maschine fertig, sie wurde leider im Weltkrieg zerstört und die große Tragik von Konrad Zuse war oder ist, dass er nicht beweisen konnte, dass diese Maschine existiert hat. Es gibt ein relativ schlechtes Foto davon. Die Maschine ist einfach in dem Gebäude in der Metfesselstraße untergegangen, als eine Bombe reingefallen ist. Seine Nachfolgemaschine, die Z2, das war auch ein Versuchsmodell, die Z3, die in der Architektur der Z1 entsprochen hat, die ist zwar auch im Krieg verloren gegangen, aber er hatte eine Delegation der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt in seinem Labor, in seiner Werkstatt, die ihm am 12. Mai 1941 mit Unterschrift bestätigt hatten, dass die Z3 gerechnet hat, dass sie Programme ausgeführt hat und dass man Aufgaben gestellt hat, die diese Maschine durchgeführt hat. Und durch diese Dokumentation ist heute die Z3 von 1941 als der erste Computer der Welt anerkannt. Die Z1, für die gilt das nicht. Und so hatte Konrad Zuse Initiativen auch vom Deutschen Technikmuseum von 1985 bis 1988 die Möglichkeit, seine Z1 zu rekonstruieren, die dann ins Deutsche Technikmuseum gewandert ist. Man sieht hier ein Bild, wird man nachher noch ein anderes davon sehen. Sie sieht deutlich anders aus wie die originale Z1. Das liegt eben daran, dass man mit verbesserten Herstellungstechniken, das hat die Siemens beispielsweise, die ganzen Bleche automatisch produziert. Deswegen ist sie kompakter und etwas anders aufgebaut, aber von der Art her ist es das Gleiche. Wenn man jetzt auf das Blockschaltbild sieht, dann sieht man also oben eine Zeile sozusagen von Komponenten. Ich fange rechts an und gehe nach links rüber. 10C, 10B, 10A, das sind die Speicherwerke. Das sind drei Blöcke, die im Wesentlichen identisch sind und jeweils 64 Zahlen aufnehmen können. Jedes Speicherwerk enthält 8 Bit. Jeder dieser Blöcke enthält 8 Bit, das heißt zwei von den Blöcken bilden die Mantisse, eine den Exponenten. Deswegen, wenn ich nachher erkläre, wie das Speicherwerk funktioniert, dann rede ich manchmal von einem Byte, was natürlich bei einer Maschine dieser Konstruktion und dieses Alters nicht angebracht ist, aber man hat so seine Mödele und Gewohnheiten als Informatiker. Im Sinne der heutigen Python- und Java-Programmierer bin ich ja eher so ein
Neandertaler der Informatik, aber auch die Neandertaler hatten sicher ihren Spaß. Links neben dem Speicherwerk sieht man das Wählwerk, das ist die S11A. Das ist im Prinzip der Adressdecoder. Der Speicher ist aufgebaut aus 8 Schichten übereinander. In jeder Schicht sind 12 Zeilen oder Zahlen und das Wählwerk wählt also abhängig von dem, was vom Programm, vom Lochstreifen kommt, eine von 8 Schichten und eine von 8 Zeilen aus. Links ist der Impulsgeber, eine große Kurbel. Unter der Maschine ist ein Motor montiert. Wenn mal alles funktioniert, ist das theoretisch möglich, die Maschine mit einem Motor anzutreiben. Dann kommt die zweite Zeile, das ist 12C, 12B, 12A. Das ist die Speichersteuerung, die Ein- und Ausgabe in den Speicher organisiert. Man muss ja auch wissen, bei einem heutigen monolithischen Speicher ist es ja nicht damit getan, einfach einen Flip-Flop zu haben oder viele Flip-Flops zu haben oder Speichertransistoren, sondern muss ja auch daran gehen und muss die mit Ladungen und Impulsen versorgen oder durchschalten, dass da wieder das rauskommt. Das ist also die Speichersteuerung, die unter dem Streifenleser beginnt. Da werden die Impulse für das Planwerk, für das Wählwerk und für die Speichersteuerung erzeugt. Dieser an der Stelle das Planwerk, wie ich schon gesagt habe, das ist der Adressdecoder, der unterscheidet auch an Befehle, die an den Speicher gehen und an Befehle, die an das Rechenwerk gehen. Im Moment ist ist die Maschine an dieser Stelle getrennt. Speicherwerk, Rechenwerk ist getrennt. Ist schon vor langer Zeit passiert, weil eben allmählich immer weniger Komponenten der Maschine funktioniert haben. Zum Schluss konnte man eben gerade noch speichern und auslesen aus dem Speicher, als auch das nicht mehr funktioniert hat. Da hat man eben Schneewittchen eingesargt und sie wird jetzt nur von kleinen Spinnen bewohnt, staubt da langsam unter dem Glas ab. Jetzt kommt dann unter der Trennstelle die Komponenten 14b, 14a, 13 und 13. Das sind im Prinzip Multiplexer. Aus dem Speicherbus kommen ja Bytes oder Worte raus und die müssen jetzt in diesem Verteiler, wie das Konrad Zuse gesagt hat, auf die verschiedenen Register verteilt werden, die im Rechenwerk, das ist 15c, 15b, das ist das Mantissen-Rechenwerk, ganz vorne sitzt, die Rechenwerke sind wieder in 3 Schichten in 3 Teile aufgeteilt, da sitzen die Register, die benötigt sind, sozusagen ein Akkumulator und ein weiteres Datenregister. Ganz vorne ist das Addierwerk und das gleiche gilt ähnlich für den Exponenten. Da gibt es natürlich andere Rechenregeln dafür. Links kommt dann das Planwerk und Vorzeichenwerk. Das ist im Prinzip die Befehlsdekodierung für die Rechenarten. Und ganz vorne sind, jetzt geht es von links nach rechts, im Werk 17, das sind die Mikrobefehle und im Werk 18 ist die Ein- und Ausgabe. So eine Maschine, die im Binärzahlensystem rechnet, die muss natürlich ein Unterprogramm enthalten, was eine eingegebene Dezimalzahl ins Binäre übersetzt und es braucht ein Unterprogramm, das die Binärzahl wieder ins Dezimale übersetzt. Beide Teile der Maschine haben einen eigenen Impulsgeber, die im Moment abgekoppelt sind, die aber, wenn die Maschine funktionieren würde, zusammengekoppelt werden. Der Befehlscode, der Z1, der Maschinencode, besteht aus 8 Bitworten. Es gibt einen Speicherbefehl, einen Lesebefehl und dann gibt es einen Befehl hochübersetzen, also aus dem Dezimalen ins Binäre, einen Befehl runterübersetzen. Das sind komplizierte Polynomentwicklungen, die da ablaufen. Ein Befehl Addition, ein Befehl Subtraktion, ein Befehl Multiplikation, ein Befehl Division. Das ist im Prinzip natürlich eine automatisierte Tischrechenmaschine und das war es ja, was Konrad Zuse zur damaligen Zeit haben wollte.
Ich habe dann angefangen, schon als ich im März in Berlin war, bin ich um die Maschine mehrere Stunden rumgeschlichen und habe mir angeguckt, was da los ist. Und als jetzt der Glasdeckel weg war, da haben wir eine sogenannte Anamnese der Maschine gemacht und haben da eine ganze Reihe systematischer Fehler gefunden. Unter anderem sind das verbogene Bleche. Wobei das Verbiegen von Blechen nicht die Ursache eines Fehlers ist, sondern das Symptom für einen Fehler an anderer Stelle. Ich habe das hier gezeigt. Die Maschine funktioniert ja über das Verschieben von solchen Schaltstiften. Und wenn jetzt ein Schaltstift an einer anderen Stelle irgendwo klemmt und ich versuche mit zu viel Kraft dagegen zu schieben, dann verbiegen sich die Bleche. Aber wie gesagt, das ist nur das Symptom, das ist nicht die Ursache für den Fehler. Das ist also haben wir an drei Stellen, an vier Stellen etwa gemerkt. Und dann gibt es ganz üble Alterungsprozesse. Viele der Bleche werden durch Gummiringe, die um die Schaltachsen geführt sind, wurden festgehalten, diese Gummiringe. Die sind gealtert, versprödet, das heißt, jetzt hängen dann irgendwelche Bleche nach unten und es wird nicht mehr gerade geschoben, sondern wie man in dem Bild sieht, schräg aufwärts geschoben. Das kommt natürlich zu Verklemmungen und die Frage ist, wie man das reparieren kann, sehr schwierig, weil viele von diesen Gummiringen sind irgendwo tief im Mechanismus drin. Man müsste dann, um so einen Gummiring zu ersetzen, den ganzen Mechanismus dann auseinandernehmen. Da sind wir jetzt zurzeit dabei mit Halbmondringen der Firma, Seeger zu experimentieren, die man radial auf diese Achsen draufschieben kann. Und eine andere Sache ist wohl tatsächlich die, dass die Gelenkhebel, die die große Kraft übertragen, dass die verharzt sind und man natürlich sie eigentlich ölen müsste. Aber dadurch, dass die ganze Maschine 2 Meter mal 1,50 Meter groß ist, da kommt man sehr schlecht an die inneren Teile dieser Maschine ran, dann muss man vielleicht sich überlegen, ob man die Maschine weiter auseinanderzieht, sodass man einen Wartungsgang in der Maschine hat, was aber natürlich auch nicht ganz leicht ist. Also ich weiß nicht, ob sie mir jemand gewogen hat, der speichert wird ein paar hundert Kilo wiegen, das heißt, den zieht man mal nicht ebenso wie eine Platine aus dem daraus. Ja. Das war also so der Überblick, so die Geschichte, was man tun müsste, was man tun könnte. Einen dieser Kipphebel, der war relativ schwergängig, den haben wir versuchsweise mal geölt. Allerdings haben wir dazu die ganze Speichersteuerung auseinandernehmen müssen, was ungefähr ein Segment auseinandernehmen, das ist so ein halber Tag Arbeit. Man muss dann also nach jedem Schritt, den man gemacht hat, muss das fotografiert werden, jedes Blech, das man rausnimmt, wird ebenfalls fotografiert und dann muss das auf einem sehr, sehr großen Tisch abgelegt werden, und damit man es nachher wieder zusammenfindet. Und dann kommt man ganz unten an die Stelle, wo man eigentlich den Hebel gerne ölen wollte, und ist aber trotzdem nicht sehr befriedigend. Das Gleiche habe ich mit dem Planwerk gemacht, das habe ich ebenfalls zerlegt. Relativ schnell habe ich eine Speicheroperation hingekriegt und das war am zweiten Abend, da war ich also voll Euphorie, und am nächsten Tag, da machte es dann Klemm und dann steckte alles fest und da war ich also sehr frustriert und dann habe ich eben angefangen, dieses Wahlwerk zu zerlegen und habe auch da festgestellt, es ist mindestens, nein, nicht das ist das Wahlwerk, sondern das Planwerk, habe festgestellt, da war genau auch so eine Stelle, ein Blech hing runter, wenn dieses Blech runterhängt, dann klemmt es. Weil ich aber so einen Halbmondring noch nicht zur Verfügung hatte, habe ich ein bisschen Papier untergelegt, provisorisch, und dann hat das funktioniert. Was aber von vornherein nicht funktioniert hat,
Das war das Lesen aus dem Speicher. Da muss noch ein tiefer liegender Fehler im Planwerk sein, was man auch daran merkt, dass irgendein Vorgänger, der an der Maschine dran war, einen Hebel ausgehängt hatte und damit mehr oder weniger das ganze Planwerk, also die Aktivitäten des Planwerks stillgelegt hat. Das war jetzt auch wieder Fehler. Wenn ich also das nächste Mal dahin fahre, wird man auch das Planwerk wieder zerlegen. Ich habe dann, um zu zeigen, was man zeigen kann, also im Prinzip wäre ich, wenn jetzt diese letzte Klemme nicht passiert wäre, hätte ich gesagt, Leute, ich habe das Abspeichern wieder in Gang gebracht, also mindestens sozusagen den halben Speicher in Betrieb gesetzt, das ist nun auch daneben gegangen. Ich habe aber Videos gedreht, die jetzt nach und nach eingeblendet werden. Da sieht man zum ersten Mal die Antriebskurbel. Man hört das Geräusch, was seit 12 Jahren niemand mehr gehört hat, und dann darauf kommen die Impulsstangen. Es ist, in die Maschine werden keine Drehbewegungen übertragen. Wenn ich zum Beispiel eine Staffelwalzenrechenmaschine oder eine Sprossenradrechenmaschine habe, dann werden ja Drehbewegungen in der Maschine durchgeführt. Es gibt schon Maschinen, die mit so Schwinghebelkonstruktionen arbeiten. Aber bei den allermeisten Rechenmaschinen wird eben die Kraft, mit der gerechnet wird, in eine Drehbewegung umgewandelt. Die Z1 arbeitet mit Impulsstangen, das sind 4 Phasen, 4 Takte, die werden dann im nächsten Video gezeigt. Man sieht, wie diese Impulsstangen hin und her gehen. Das Ganze erinnert einen eher an eine Druckmaschine, so eine große Heidelberger Druckmaschine, wo dann also auch Wuff Wuff, oder eine Dampflokomotive, wo dann abgesehen von den Rädern, die zum Schluss sich dann doch noch drehen müssen, aber da gehen ja auch schwere Stangen hin und her. Und das war Konrad Zuses Trick. Er bringt nämlich Kraft flächig in die ganze Maschine rein. Es ist nicht so, dass er 20 Zahnräder hat. Das erste treibt das zweite das dritte und so weiter an. Und das 20. hat dann gar keine Kraft mehr, sondern er verteilt die Impulse großflächig in der ganzen Maschine. Und die einzelnen Schaltglieder, die sind sehr leicht beweglich. Und die kriegen dann durch eine Einkopplung mit so einem Stift, wird dann wieder Kraft in der Maschine abgerufen, wo also kräftige Dinge gebraucht werden. Also um die Steuerung des Speichers zu machen, da wird sehr viel Kraft gebraucht. Das könnte diese schwachen Glieder aus dem Rechenwerk nie kriegen. Das geht über diese Impulsstangen. Im Wahlwerk, da werden dann die Adressen ausgewertet, die über ein Switch-Register eingegeben werden. Ich habe den Lochstreifenlaser gleich am Anfang entfernt, und unter dem Lochstreifenlaser ist dann praktisch ein Switch-Register, das heißt, sind so 8 Stangen. Je nachdem, ob ein Loch da ist oder ob kein Loch da ist, wird eine dieser Stangen nach rechts oder links geschoben, was eine 0 oder eine 1 entspricht. Die untersten Binärstellen, die wählen die Zeilen im Speicher aus, die nächsten 3 Binärstellen wählen die Schichten aus, also mit 3 Bit kann ich eben 8 Zeilen und 8 Schichten adressieren, und die obersten beiden Bits, die entscheiden, ob das eine Rechenoperation ist, die jetzt mit abgekuppeltem Speicherwerk natürlich eine NOP-Operation ist, oder ob das ein Abspeichern oder ein Lesen ist. Kann man denn sehen in dem nächsten eingeblendeten Video, wie die Adressierung vor sich geht, wie da also eine von den Schichten ausgewählt wird, indem so ein Haken an so eine Stange einrastet, je nachdem, welche Schicht angewählt worden ist, von oben die Nuller bis nach unten die 7er Schicht, und dann in dem zweiten Durchgang oder im zweiten Teil des Schreibdurchgangs wird eine dieser Zeilen rausgezogen und damit eine der Zahlen in der Ebene adressiert. Das hat zum Schluss auch noch funktioniert, dann hat es gehakt, und deswegen gibt es 2 Videos, nämlich einmal
ein Byte, was aus dem Rechenwerk rauskommt, 8-Bit in dem Fall. Ich habe zu Diagnosezwecken das Mantissenwerk von den das Mantissenwerk, also die beiden Mantissenspeicher, abgekoppelt vom Exponentenspeicher, dass ich nicht, wenn ich nicht weiß, ob das Wahlwerk richtig funktioniert oder das Planwerk, dass ich dann nicht auch noch mit klemmenden anderen Komponenten zu kämpfen habe, sondern ich hatte gedacht, ich fange mal klein an und habe eben den Mantissenspeicher, das Wahlwerk und die Speicherstörung getestet, was eben bis zu der Verklemmung auch tatsächlich funktioniert hatte. Und da kann man dann also sehen, wie so ein Byte aus dem Rechenwerk rauskommt, wie das über zwei Stufen in den Vorhof des Speicherwerks gerät. Und das letzte Video, da hatte eben dann das Planwerk das Planwerk und die Speicherstelle. Ich nehme an, der Fehler liegt unten im Planwerk, wo die Impulsstangen gesteuert werden. Das heißt, beim nächsten Mal muss ich das ganze Planwerk nochmal abbauen und muss da unten mir die Impulsstangen angucken, was da los ist. Und aus diesem Grunde habe ich denn den reinen Speichervorgang nochmal mit einem anderen Video, in einem eigenen Video, in einem der Mantissenspeicher gemacht. Aber man kann dann sehen, wie da die Bits verschoben werden. Angetrieben wird die Maschine mit dieser Handkurbel. Es wird keine Drehbewegung in die Maschine übertragen, sondern Impulse. Wenn ich an der Kurbel drehe, dann sieht man, wie hier diese Impulsstangen hin und her gehen. Und diese Impulse werden dann hier in dem Impulswerk, in dem Antriebswerk um 90 Grad umgelenkt und die gehen dann in die Maschine rein und bewirken da irgendetwas. Das ist jetzt ein Blick auf das Wahlwerk der Z1. Hier wird normalerweise vom Planwerk, vom Lochstreifenleser, ein Befehl mit einer Zeilenadresse und mit einer Schichtenadresse abgelesen und in das Wahlwerk eingegeben, sodass damit der Speicher angesteuert werden kann. Ein Speicherzugriff passiert ja in zwei Takten, in zwei Kurbelumdrehungen, nämlich in der ersten Kurbelumdrehung, da wird der Befehl geholt und dekodiert und in der zweiten Kurbelumdrehung wird dann der Speicherbefehl ausgeführt. Jetzt steht hier zunächst die 0 drin, ich nehme die 5, weil das sonst etwas langweilig ist. Ich stelle jetzt hier einmal die 1, 0 mal die 2, einmal die 4 ein und nehme auch als Schicht, da nehme ich mal die 3, also 1 und 2, das bleibt 0 und stelle das hier jetzt ein, das ist der Befehl lesen, Befehl schreiben und drehe die Kurbel einmal rum. Und jetzt sieht man, wie hier die 5 in das den Zellenwähler gezogen ist. Und hier unten sieht man, wie die 3 ebenfalls 1 und 2 und 0, das ist die 3. Und das hier ist 1 und 0 und 4. Der Logikpegel in der Z1 ist 8 mm Hub. So groß ist der Unterschied zwischen einem Blech, was 0 hat und was nicht 0 hat. Und im zweiten Durchgang, wenn jetzt ein Nullbefehl, ein Nop-Befehl auf dem Lochstreifen drauf ist, den braucht man, um diese zwei Phasen zu bringen, dann
Hier links, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, man kann es weit abzählen, ist noch vom letzten Befehl 0, 1, 2, 3. Das ist schon drin, das ist der, den ich eingegeben habe. Das heißt, jetzt ist also die Schicht 3 gewählt. Ich kann das nochmal machen, indem ich zum Beispiel die Schicht 1 und die Zelle 1 wähle. Setze erst wieder alles zurück, wollte die Schicht 1 und die Zeile 2 auswählen, sage jetzt wieder schreiben, also wieder immer noch vom letzten Mal 104, noch die 5 und hier ist noch die 3 drin. Wenn ich jetzt kurble, ja, jetzt habe ich die 2 erwischt. Das sollte man mal beschriften. Und hier habe ich die erste Schicht erwischt. Und wenn ich jetzt den Befehl ausführe, dann sollte hier am linken Rand, wo jetzt noch die Schicht 1, 0, 1, 2, 3 selektiert ist, es fängt bei 0 an natürlich zu zählen, sollte jetzt die nächste Schicht selektiert werden. Ja, das sieht man, das ist jetzt passiert. Das ist also die Speicheradressierung bei der Z1 mechanisch gelöst und diese Hebel, die werden dann, wenn die rausfahren, die eingeklinkte Schicht selektieren. Ich habe gerade eben gezeigt, in der Ebene 0 die Speicherzelle 5 zu beschreiben. Das mache ich jetzt nochmal mit Blick auf den Adressdecoder. Ich habe diese Adresse wieder eingestellt. Und wenn ich jetzt an der Kurbel drehe, sieht man, dass noch vom letzten Vorgang die Ebene 0 selektiert war. Und wenn jetzt der Befehl ausgeführt wird, dann zieht der Zeilenwähler zieht diese Zeile aus dem Speicherblock raus und da würde jetzt gespeichert werden. Jetzt mache ich einen zweiten Zugriff auf eine Ebene weiter unten oder auf die Ebene 3 beispielsweise. Stelle jetzt die Adresse 3 ein in beiden, sowohl Spalte als auch Ebene. Gebe den Befehl speichern. Und wenn der jetzt in der zweiten Umdrehung aufgeführt wird, dann sieht man, dass jetzt hier die dritte Ebene, das habe ich mich vertan, also die vierte Ebene wird jetzt ausgewählt und es wird 0, 1, 2, 3, die Adresse 3 ausgewählt. Ich zeige jetzt das, was ich in den vergangenen Tagen geschafft habe. Hier die Antriebskurbel, das ist die Energiequelle für die Maschine. An dieser Stelle sitzt normalerweise der Blockstreifenleser, der die Maschine steuert. Den habe ich abgebaut, um von Hand Befehle eingeben zu können. Hier ist die Adressdekodierung und das ist der Speicherblock mit der Speichersteuerung, die ich zum Laufen gebracht habe. Das ist der Datenbus der Maschine, da kommen die Daten aus dem Rechenwerk heraus. Der ist im Moment, ist diese Busverbindung unterbrochen, sodass ich hier jetzt also frei einzelne Bits einschieben kann. Die werden beim Weg in den Speicher invertiert, das heißt, das ist die 1, das ist die 0, das ist die 1 und so weiter. Und die werden jetzt in den Speicher transportiert mit der zweiten Kurbelumdrehung. Da sieht man, dass jetzt die Bits in diese Ebene weitergewandert sind. Und hier oben sieht man auch schon, dass die Haken, die den Bits entsprechen, gezogen oder reingeschoben sind. Das ist ganz interessant. Die Maschine hat an dieser Stelle dreiwertige Logik. Und mit dem Rest der Kurbelumdrehung ist dann alles abgeschlossen. Die Bits sind jetzt im Speicher geblieben. Ich zeige jetzt die Eingabe eines Bytes in den Speicher. Ich gebe Bits in das Speichereingangsregister ein. Das wird normalerweise vom Rechenwerk gesteuert
Und unten links in dem Zwischenregister stehen jetzt die ganzen Zwischenstifte noch in der linken Position. Im ersten Takt sind jetzt die Stifte, bei denen das Bit eine 0 ist, nach rechts verschoben worden. Die Stifte, bei denen das Bit eine 1 ist, die sind links geblieben. Und ich habe jetzt also im Zwischenregister genau ein Äquivalent dessen, was im Eingangsregister steht. Also von links nach rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Das entspricht oben 1, 0, 1, 0, 1, 0. Immer abwechselnd links, rechts, links, rechts, links, rechts. Im nächsten Takt wird die Information aus diesem Zwischenregister in den Speicher selber übertragen. Das mache ich erstmal ganz langsam. Ich zeige zunächst, wie die oberste Speicherebene mit den Ausgangsstiften des Zwischenregisters gekoppelt wird. Stehen die Haken links, sind sie ausgekoppelt. Stehen sie jetzt rechts, dann ist diese Ebene mit dem Zwischenregister gekoppelt. Und ganz langsam führe ich jetzt die erste Bewegung durch. Man sieht, da wo die Stifte rechts stehen, werden sie nach oben geschoben. Und an den Positionen, wo sie links stehen, wie hier, da werden sie nach unten geschoben. Ich führe jetzt diese Bewegung komplett aus und man sieht, am rechtesten Haken, der wurde nach oben geschoben, der zweitrechteste wird nach unten geschoben. Da soll dann eine 1 in den Speicher, wieder 1, 0, 1, 0, 1, 0, immer abwechselnd. Das Ganze ist jetzt sieht man den Speichereingang, da gibt es eben Stifte, die nach oben geschoben sind und daneben gibt es Stifte, die nach unten geschoben sind, je nachdem, ob da 1, 0, 1, 0, 1, 0 ist und man sieht im Moment auch die obersten zwei Speicherzellen, die Zelle 6 und 7. Ich will ja mein Bitmuster nachher in die Zelle 6 übertragen. Zunächst ein Überblick über die ganze Speicher, über den ganzen Speicher, Speicherzelle 0, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Und wenn ich jetzt die Speicherung durchführe, dann zeige ich im Bild die Zellen 5, 6 und 7 und in der Mitte eben die Zelle 6, in die ich jetzt das Wort reinspeichern werde. Dazu wird jetzt der Speichervorgang beendet. Allerdings muss ich zuvor die Zelle auswählen, in der ich das Byte speichern will. Das passiert, indem ich das Zellenblech nach links oder rechts schiebe. Wenn ich das nach rechts schiebe, dann sind die Bits, die Informationen repräsentieren, frei beweglich. Die anderen bleiben in den Zellen darunter und darüber, die bleiben eingeparkt. Und wenn ich dann den letzten Tag des Speichervorgangs durchführe, dann werden die Bits entsprechend dem, was oben im Switch, im Speichereingangsregister eingegeben wurde, verschoben. Ganz links etwas im Dunkeln, die 1, dann die 0, die 1, die 0, die 1, die 0, die 1, die 0. Damit ist die Speicherung beendet, allerdings ist das Wort noch nicht wieder verriegelt. Jetzt mache ich gleich den nächsten Speicherzyklus. Kamera wieder positionieren. Das Eingangsregister und das Zwischenregister wird gelöscht. Im Zwischenregister sind jetzt wieder alle Bits 0. Und ich gebe diesmal ein anderes Bitmuster ein, von rechts beginnend, nämlich zweimal die 1, die 0 bleibt stehen. Zweimal die 1 und wieder die 0 bleibt stehen. Und ich habe jetzt also ein optisch anderes Bitmuster. Zwischenregister ist immer noch gelöscht. Und im nächsten Takt werden jetzt die Bits vom Eingangsregister übertragen, nämlich da, wo oben die 0 steht, werden die Stifte nach rechts und wo oben die 1 steht, werden die Stifte nach links. Und man sieht dann eben zwei rechts, zwei links, zwei rechts, zwei links in diesem Zwischenregister stehen.
Würde die Speicherung normal ablaufen, würde die nächste Taktphase immer gleich das vorherige Register wieder löschen. Dadurch, dass ich das jetzt hier manuell mache, bleibt das oben stehen. Bei normalem Ablauf wäre das oben schon wieder gelöscht worden. Es folgt jetzt der Übergang vom Zwischenregister in den Speichereingang. Und immer noch ist das Wort 6 selektiert. Das liegt halt daran, dass ich die ganzen Taktphasen aufgelöst habe. Ich muss das alles dann manuell machen. Aber das wird man gleich sehen, wenn im nächsten Fall das Byte in die Speicherzelle 7 übertragen wird. Ich übertrage jetzt von dem Zwischenregister in den Speichereingang. Die Ebene 0 ist ja noch selektiert vom letzten Mal. Und man sieht, wie sich da die entsprechenden Bits verschieben. Ganz rechts sind zwei Bits nach unten gefahren, dann werden zwei Bits nach oben gezogen und zwei unten, zwei oben. Die sind jetzt also auch sogar schon auf die Steuerstifte übertragen. Ich selektiere jetzt das Wort 7. Da sind die Stifte jetzt frei beweglich und vollende den Speicherzyklus. Damit sind jetzt ganz links zweimal die 0, dann kommt zweimal die 1, zweimal die 0, zweimal die 1. Und wenn ich jetzt noch das Wort verriegeln würde, dann wäre der Speichervorgang damit abgeschlossen. Das wird normalerweise mit Beginn des nächsten Maschinenzyklus automatisch gemacht. Dadurch, dass die Steuerung ausgehängt ist, muss ich das selber machen. Weil man in den Live-Videos nicht erkennen kann, wie der eigentliche Speichervorgang vor sich geht, da liegen Bleche übereinander und man staunt, wie sich die Bits da bewegen, habe ich eine kleine Diashow zusammengestellt, wo das Einspeichern eines Bits oder vier Bits in den Speicher dargestellt wird. Zu Beginn erstmal ein Foto eines gesamten Speicherblocks. Man sieht 0 bis 7 untereinander liegend die einzelnen Zellen und jede Zelle besitzt 8 Bits und ganz oben sieht man die Koppelhaken, mit denen der Speicher an den Ausgang des Zwischenregisters angekoppelt wird. In dem Video zeige ich dann einen Ausschnitt rechts oben aus diesem Speicher, wo dann die Bewegung gezeigt wird. Man sieht den rechten oberen Teil der oberen Speicherschicht. Man sieht die Zellen 7, 6 und 5 von oben nach unten und man sieht die vier niederwertigsten Bit. Und ich habe notiert, dass in der Speicherzelle 6 die vier niederwertigsten Bits 0, 1, 0, 0 sind. Das heißt, der zweitlinkeste Stöpsel ist nach oben geschoben. Im nächsten Bild habe ich die Form der teilweise verdeckten Steuerbleche dargestellt. Diese Steuerbleche können vertikal hoch und runter geschoben werden und haben eine Nase, die genauso geformt ist wie die feste Nase links von ihnen. Die beiden Nasen stehen sich im Ruhezustand gegenüber und immer noch ist in der Zelle 6 0 1 0 0 gespeichert. Es beginnt der nächste, eigentlich der erste Speicherzyklus, in dem nämlich über die Steuerbleche die neu eingestellten Bits eingestellt werden. Das kommt da von dem Zwischenregister aus dem Rechenwerk. Und ich hatte immer gesagt, die Bits werden bei der Eingabe invertiert. Das heißt, da wo eine 1 rein soll, in dem linken Bit, da wird das Blech nach unten geschoben. Da, wo eine 0 reinkommen soll, wird das nach oben geschoben, also 1 unten, oben, unten, oben. Und man sieht, was dann passiert, wenn ich das Steuerblech nach unten schiebe, dann wandern die Nasen, die vorher in Ruhe der festen Nase gegenübergestanden haben, die wandern nach unten und zwar unterhalb
die niedrigste Bitposition, die die Stöpsel einnehmen können. Und das Gleiche passiert mit dem Blech, wo die 0 eingestellt werden soll. Da wandern die Nasen ganz nach oben, oberhalb des höchsten Punktes der noch in der Garage stehenden Bits. Jetzt kommt das Zellenwahlblech in Aktion. Das wird zur Auswahl der Zelle nach rechts geschoben und man sieht, dass die Bits, die Stöpsel, werden durch das Langloch in diesem Zellenwahlblech, das jetzt nach rechts geschoben ist, wie der Pfeil zeigt, aus ihrer Parkposition ausgefahren und liegen jetzt da, wo jetzt noch die 0 ist und die 1 rein soll, liegen direkt oberhalb der roten Nase und da, wo die im Moment noch die 1 ist und die 0 rein soll, liegt es direkt unterhalb der Nase und so weiter und so fort. Ganz rechts sieht man, da hat das Bit sowieso schon die Position, die es später haben soll. Da liegt das einfach unten und wird von der Nase gar nicht mehr tangiert. Im nächsten Bild sieht man jetzt, dass die Steuerbleche wieder in ihre Ruhelage gefahren worden sind. Und man sieht, dass das Bit, was vorher 0 war, ganz links, das ist nach oben geschoben worden. Und das Bit, was vorher 1 war, in der zweitlinkesten Position, das ist nach unten geschoben worden und so weiter und so fort. Das Bit ganz rechts, das hat seine Position nicht verändert. Das heißt, im Prinzip ist jetzt das Wort schon gespeichert, aber die Bits sind noch nicht gegen versehentliches Verschieben gesichert. Und das passiert jetzt im letzten Zyklus. Wie der Pfeil nach links zeigt, ist das Zellenwahlblech nach links geschoben worden und damit sind die Stöpsel wieder in ihrer Garage eingeparkt, so wie das vorher der Fall war und können dann im nächsten Zyklus beispielsweise wieder gelesen werden. Das war also das, was ich erreicht habe. Es war nicht nichts, aber es sieht so aus, als ob da noch ziemlich viel Arbeit zu erledigen ist. Da waren denn Leute, ein freundlicher Mensch vom IFHB, vom Internationalen Forum für Historische Bürowelt, der hat sich das angeguckt. Und das war natürlich genau der Richtige. Das war nämlich ein Schreibmaschinenspezialist, weil die Z1 nicht wie eine Rechenmaschine, sondern eher wie eine Schreibmaschine, nämlich mit hin und her gehenden und schwingenden Blechen arbeitet. Aber er hat dann auch gemeint, ja, viel Spaß dabei. Aber immerhin hat er uns an die Firma Treusicke erwiesen, die Werkzeuge für Büromaschinen herstellt. Und wir hoffen, dass wir da auf diese Weise eine vernünftige Halbmondring-Einsatztool kriegen, um diese Halbmondringe einsetzen zu können. Es kommt ja nicht bloß darauf an, die einsetzen zu können, sondern die Maschine ist ja sehr groß. Ich muss über die Maschine mich rüberbeugen und mit ausgestrecktem Arm da bräuchte man hier noch in der Mitte so einen zweiten Ellenbogengelenk, dass man da irgendwie reinkommt. Und wenn ich jetzt da einen Federring versuche, auf so eine Welle draufzusetzen, die Leute, die Kinder haben, die kennen das lustige Flohspiel, da macht das Hüpf und der Floh ist davon gesprungen. Man verbringt einige Zeit damit, reingefallene Schrauben, reingefallene Unterlagsscheiben und sonstiges. Also das Größte war dann das Handy, was mir da reingefallen ist. Das lag dann flach da unten drin und ein flach auf dem Boden liegendes Handy aufzuheben. Das hat also einige kreative Klimmzüge erfordert, bis das wieder draußen war. Also das ist das, was jetzt erreicht ist und was eben geplant ist. Da werde ich nächstes Jahr wieder hinfahren, im Januar oder im Februar. Dann haben wir schon Erfahrungen. Wir wissen die Halbmondringe, die wir
besorgen wollen. Und was wir auch dann verbessern werden, die Dokumentation dessen, was wir tun. Das, was ich jetzt so gemacht habe, das war, naja, Hauptsache man bringt es wieder zusammen. Und wir werden aber dann mit zwei Kameras, eine mit einem Repro-Stativ, das parallel über der Maschine liegt und dann also immer gleich große, scharfe Bilder liefert von allen Schichten, die man abbaut. Und wir haben dann vor, jedes Blech, das wir rausnehmen, wird dann auf einen Untergrund mit Millimeterpapier gelegt, wird dann fotografiert, sodass man aus der Fotografie die genauen Abmessungen entnehmen kann. Nun gibt es irgendwelche Leute, die meinen, sie könnten die Maschine zerlegen und könnten dann eine virtuelle Z1 draus machen. Ich habe das schon gesagt, Gorbatschow ist 91 Jahre alt geworden. Das heißt, ich werde das dann nicht mehr erleben, wenn ich auch 91 Jahre alt werde. Sollen Sie mal machen. Aber was für mich natürlich das Interessante an dieser Dokumentation der Bleche ist, es existieren ja die Pläne, die Zuse gezeichnet hat. Und für mich ist das Interessante, die interessante Sache natürlich, A, die Teile zu identifizieren in den Plänen, wobei natürlich auch noch eine andere Schwierigkeit dabei ist, die Dokumentation dieser GMD-Bericht 321, der weicht von der Originalmaschine, also nein, von der realen Maschine deutlich ab. Da sind improvisierte Änderungen vorgenommen worden. Man sieht das auch genau in der Ecke, wo es jetzt klemmt. Da sind zwei von den ursprünglich aus massiven Rechteckeisen bestehende Spurstangen, die sind durch parallel laufende Aluminiumbleche ersetzt worden. Das heißt, da hat man was geändert und auch das tatsächlich das Planwerk weicht von den Plänen ab, die da dokumentiert sind. Das heißt also, eine reale Dokumentation dessen, was da vorliegt, wäre nicht schlecht. Und das aus den Plänen rauszufinden, in denen steht halt Teil 237b oder 111a, da kriegt man natürlich nicht raus, was die Sache tut. Und es ist natürlich auch interessant, mal diese Impulsverläufe nicht bloß in theoretischen Impulsdiagrammen zu sehen. Es gibt von dem Planwerk gibt es sozusagen logische Schaltungen von Zuse angefertigt. Die versteht man sowieso schon nicht, und wenn man sich dann noch überlegt, dass das Ganze eben keine Transistoren und Drähte sind, sondern Bleche und Stöpsel, dann versteht man es gleich dreimal nicht. Aber das wäre natürlich nicht schlecht, wenn man sich dem etwas annähern könnte. Ja, ich hatte, weiß ich nicht, als ich vorher das Schaltglied gezeigt habe, ob ich das erzählt habe. Ich habe ja mal mit der Laubsäge und mit der Hilfe von Ralf Braun dieses 2-Bit-Addierwerk nachgebaut. Da gibt es ein Video, wo man sehen kann, wie man damit rechnet. Und ja, man sollte den Optimismus nicht verlieren. Ich freue mich darauf, im nächsten Jahr weitermachen zu können, solange die Eva Kudras, der ich da sehr danke und die auch an einem Tag mit sehr viel Enthusiasmus mit mir an der Maschine rumgeschraubt hat, solange sie die Lust nicht daran verliert, an dem Projekt, da sehe ich, kann einiges dabei rauskommen, wenn man vielleicht auch nicht die ganze Maschine wieder zum Laufen bringt. Meine Idee wäre, den Speicher, den bringen wir alle mal zum Laufen. Das denke ich, wenn jetzt nicht irgendwas ganz Übles der Eisenwurm da unten rumgegraben hat oder sonst irgendwas passiert ist, dann bringt man den Speicher vermutlich beim nächsten Mal zum Laufen. Und ein mittleres Ziel wäre, dass man über Rechenwerk und Speicherwerk zum Beispiel eine Zahl aus dem Speicher entnimmt und ins Rechenwerk übernimmt und dann wieder aus dem Rechenwerk zurückführt. Das wäre, soviel ich das beurteilen kann,
die einfachste Operation, die die Maschine mit dem Rechenwerk ausführt. Bei allem anderen weiß man es nicht. Eine Addition hört sich für den Laien sehr einfach an in der Vorstellung, aber bei einer Floating-Point-Operation, die Vorzeichen richtig arbeitet, da müssen, wenn ich zwei Floating-Point-Zahlen addieren will mit unterschiedlichem Exponenten, dann müssen erst die Mantissen verschoben werden, sodass der Exponent gleich wird. Dann muss zum Beispiel das Vorzeichen beachtet werden. In der Dokumentation, die ich da gelesen habe, steht dann drinne, es gibt eine befohlene Addition, die bei unterschiedlichen Vorzeichen der Zahlen auf eine ausgeführte Subtraktion führt. Das ist eine Schwierigkeit. Ich vermute beinahe, dass die Multiplikation die einfachste Rechenoperation ist, und das Highlight, das wäre natürlich das Hoch- oder Runterübersetzen einer Zahl, aber das sind eben komplexe Mikroprogramme. Ja, das ist der Traum, dass man das Mikroprogramm-Speicherwerk auslesen kann und versteht, wie diese Mikroprogramme funktionieren. Ja, das ist das, was ich heute sagen kann, und wünsche dann einen schönen Abend. Ich möchte dann auch gleich auf den nächsten Termin verweisen, auf den 13.10. Das wird in Zusammenarbeit mit dem Institut für Kunststofftechnik mit Professor Christian Bonten durchgeführt werden. Alle Hacker und Nerds, die wissen ja, dass der größte Feind der Computerhacker vergilbte Gehäuse, lätschige Treibriemen, zerbröselte Gummiandruckwalzen, abgelöste Implosionsschutzscheiben und so weiter sind. Also die Alterung von Kunststoffen, ein großes Problem. Also auch bei der Z1 war das ja die Sache mit diesen Gummiringen. Also wenn es ins Weltmeer gelangt, dann bleibt es ewig. Aber wenn man damit irgendetwas machen will, dann funktioniert es eben nicht mehr richtig. Und das wird sicher ein interessanter Abend. Als alter Radiobastler werde ich Ihnen dann mal zu frühen Kunststoffen wie Pertinax, Galalit, Igelit und Zelluloid und so weiter befragen. Die Kunststofftechnologie, die hat ja eine ganz interessante Geschichte. Im 20. Jahrhundert begann das, also Bakelit und Zelluloid sind so die ältesten, und das wird sicher sehr interessant. Wir hoffen, er hat irgendein Zaubermittel, mit dem man die Kunststoffe wieder in Ordnung bringen kann, oder er kennt vielleicht heutige Kunststoffe, die ähnlichen Eigenschaften hatten, die nicht mehr funktionierenden Kunststoffe damals gehabt haben. Wird sicher interessant, und ich wünsche jetzt endgültig einen schönen Abend.